Servus Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des Volta Story Modus. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir unser nächstes Turnier gewonnen und zwar in Tokio. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt ein paar Spieler verpflichtet. Und dann schauen wir einfach mal hier kurz rein in mein Team und schauen mal, wer hier so dabei ist. Ja, in der letzten Folge habe ich dann noch diesen Pete noch verpflichtet. So, dann klicke ich hier einfach mal auf Weiter. Oh, sehr gut. Oh, wow. Mach dir was Sorgen? Wegen des Spiels. Wir sind bereit. Und ich bin's auch. Okay, und los geht's! Okay, jetzt geht's anscheinend los hier gegen Kotaro. Also diesen einen, der uns in der letzten Folge einen Spieler, ja, hinzugefügt hat. Und ja, dann spielen wir jetzt mal gegen die. So, ja, jetzt seht ihr hier, wie ich unseren Charakter oder welche Kleidung ich dem gegeben habe. Ich habe einfach mal voll schwarz genommen und dann noch weiße Schuhe. Und jetzt ist Sid frei vorm Tor und macht die Bude. Jetzt ist Pete unten frei und macht das Tor zum 2:0. Jetzt mal aus der Entfernung, Luigi Perni mit dem Tor. Jetzt nochmal frei vorm Tor, 4:0. Jetzt vielleicht Pete mal und da ist es 5:0, wir gewinnen. Also wir gewinnen 5:0 gegen Kotaro, wir haben eine 9,7er Spielbewertung bekommen. Unsere Attribute erweitern sich auch noch und jetzt schauen wir mal kurz in unseren Skillbaum, keine Ahnung wie das heißt. Und jetzt können wir hier nochmal auf Amateur hochstellen, okay. So, jetzt können wir hier nochmal einen Spieler verpflichten. Vielleicht können wir diesen Kotaro verpflichten. Nein, leider nicht. Ja, wir nehmen mal Tanaka. Gut, gut, gut. Oh, Jay. Gut gemacht. Hey, gut, gut. Gutes Spiel, danke. Gutes Spiel, Mann. Sehr gut. Gutes Spiel, Mann. Omedetto. Ja, Mann. Der Mann ist was Besonderes. Ja, ist er. Foto? Okay. So, jetzt sind wir wieder im Menü angekommen und jetzt schauen wir hier mal ganz kurz in den Fähigkeitsbaum. Wir haben jetzt wieder 4 Skillpunkte gesammelt und ja, ich werde jetzt hier mal ein paar einlösen. Ja, wir werden einmal den Weakfoot hier verbessern und das war's dann. Wir haben auch noch dazu bekommen Volleys und ja, ich hätte auch hier Tempo und so verbessern können, aber ja, ich will einfach auch mal mit dem linken Fuß schießen, weil ich habe Angst, dass der Ball einfach dann immer daneben geht und dann gehen wir mal hier auch weiter und schauen, was jetzt passiert. Vielleicht werden wir ja jetzt irgendwo anders hinfliegen. Also vielleicht fliegen wir jetzt wieder von Tokio weg. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Hey, gut gemacht in Tokio, Ref. Du warst klasse, doch gute Spieler heißt noch kein gutes Team. Daher musst du nach Amsterdam. Den Fußball, den die spielen, ist anders. Hart. Da, wo du hingehst, habe ich mit Ed van Gils trainiert. Hör zu, ich komme gerade von der OP und die Genesung dauert noch. Daher musst du neue Spieler für mich finden. Und denk an das Sprichwort. Wenn Amsterdam dich nicht umbringt, macht es dich stärker. Ja. Okay, so, dann fliegen wir hier nach Amsterdam, da ist wieder ein Turnier und ja, da wartet so eine Rocky HHKIA auf uns. 4 gegen 4 ohne Torwart mal wieder und ja, dann gehen wir rein ins Spiel, beziehungsweise wir reisen erstmal noch nach Amsterdam mit dem Flugzeug. Was denn, ein Hinterhof?
Bestimmung bereit. Hier ist nichts. Und was hat der für Probleme, bitte? Hey! Wo soll ich denn hinfahren, hä? Ups. Der ist groß und wütend. Hast du was gesagt? Hab dich nicht gehört. Komm raus! Sag mir das ins Gesicht! Das gibt's nicht. Sid? Rev? Was geht hier? Was macht ihr denn hier? Jay hat uns geschickt. Die Reste seines Teams. Hier soll irgendwo ein Platz sein. Ja, ja, das Ding heißt, das Ding hieß, Wasserkocher? Du meinst den Boiler? Ja. Ja, genau, ja, der. Ja, kennst Boiler. Den? Klar kenn ich den, da will ich auch hin. Für euch beide hier ist das nichts. Geht ziemlich zur Sache. Meinst du, das stört uns? Ja. Ja? Okay, dann park da hinten und wir sehen uns auf dem Platz. Big T. Ja. Dude, echt jetzt? Hab's doch gesagt. Für manche ist der Boiler zu heiß. Hab euch gewarnt. Ed, wann geht's? Ed! Hey! Na, wie geht's, Mann? Hab verloren. Verloren? Ja, passiert halt. Gegen wen? Das wirst du gleich sehen. Also, wie sieht's aus? Ist das was für euch? Gib uns ein Spiel. Bitte. 4 gegen 4 Rushkeeper. Der Sieger macht weiter. Aber einfach spielen ist nicht. Ich meine, euch kennt hier keiner. Hey! J10! Ihr seid dran! Willkommen in Amsterdam! Ed van Gils kennt uns. Tatsache. Aber wer im Boiler groß sein will, muss auch groß aufspielen. Der Godfather hat euch gerade eingeladen. Rekord ist 5 Siege in Folge. Viel Glück! Okay, so, dann geht's weiter hier in Amsterdam im Boiler oder so, keine Ahnung, wie diese Arena heißt. Ja, ich denke mal, wir müssen 5 oder 6 Spiele machen, damit wir den Rekord auf jeden Fall knacken. Ich werde wahrscheinlich, wenn es 6 Spiele sind, nur 3 davon machen. So, okay, dann geht's rein ins erste Spiel, genauso ist es, 6 Runden gibt's. So, los geht's. Hier ist anscheinend noch der Trainer eingeschaltet. Ja, und dann geht's los hier in Amsterdam im Boiler mit dem ersten Spiel. Jetzt, let's go, 1-0. Oh nein, 1-1 Ausgleich. Jetzt spiel ihn auf uns und was mal, nein! Ja, aber nochmal, oh mein Gott, ich dachte schon, jetzt macht er keinen von diesen 3 Versuchen. Jetzt sind wir vorm Tor, Dreierpack von Luki Perni, let's go, 3-1. Jetzt bin ich da oben und let's go, Viererpack. Jetzt oben, spiel nochmal nach unten. Oh mein Gott, haben wir den ausgespielt mit diesem Doppelpass. So, 5-1 gewinnen wir, 5 Tore von Luki Perni, auf jeden Fall souveränes Spiel von uns. Wir bekommen keinen Skillpunkt dazu, sondern nur die Attribute verbessern sich. So, zweites Spiel in Amsterdam gegen Ioli Buka. Und ja, dann gehen wir direkt ins Spiel rein, vorletztes Spiel für diese Folge. So, los geht's in Amsterdam, wieder im Boiler. Wieder ein 4 gegen 4. Und jetzt sind wir durch, bleiben stehen oder machen eine Ballrolle. Und dann steht's 1-0. Und jetzt sitzt durch einen Fehlpass frei vom Tor. 2-0. Und jetzt komm schon, mach das Tor. Let's go, 3-0. Jetzt komm schon, Luki Perni. Let's go, 4-0. Jetzt ist er hier ganz unten frei und macht das 5-0. Gut gespielt. Danke. Willst du noch eine Runde? Ja. Warte, wo ist T?
Hier, zeig mal. Ich teste gerade das finale Design. Mit den achteckigen Flexrädern. Mir fehlt nur der richtige Hersteller. Sieh dir das an. Was denkst du? Richtig tolles Design. Mann. Geile Qualität. Oh, was ist das? Hast du ein Solo-Deal? Nein, nicht wirklich. Okay, bis später. Heiß! Was läuft hier? Wieso kriegen wir die Schuhe nicht? Das ist nichts, okay? Vergiss es. Tee sind das. Warte, hast du die designt? Nein, nee. Mann, die Schuhe sind geil, sag schon. Das denkt ihr wirklich? Ja, wirklich. Du hast eigene Schuhe designt? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Die sind krass. Okay, komm her. Das ist nur der Prototyp. Niemand hat die gesehen. Sohlenfederung, das schont die Knie. Und achteckige Flexrillen. Ich versuche mit meinen Ersparnissen einen Hersteller zu finden. Das ist der Anfang, hoffe ich. Das wäre eine echte Nummer, wisst ihr? Hey, kann ich vorbestellen? So weit bin ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich sag dir was. Falls die Produktion beginnt, bekommst du welche. Danke. Ich denke, die passen mir. Furchtbar, verzieh dich. Los, geh. Hey, Mann. Okay, so, dann geht's rein ins letzte Spiel für diese Folge in Runde 3. Die letzten drei Spiele werden wir dann in der nächsten Folge bestreiten. Und ja, dann geht's rein ins dritte Spiel für diese Folge. Let's go. Jetzt spiel ihn. Let's go. 1-0. Jetzt ist Sid frei vom Tor, bleibt nochmal stehen und schiebt dann ein. Let's go. 2-0. So, jetzt sind wir frei vom Tor, legen nochmal rüber. 3-0. Jetzt oben, jetzt ist er frei vom Tor, legt nochmal rüber, 4-0. Und jetzt schieb ein, 5-0 und damit gewinnen wir das letzte Spiel für diese Folge auch noch. So, ich schaue jetzt hier einfach nicht mehr rein in Spieler verpflichten. Wir haben einfach jetzt schon zu gute Spieler in unserem Verein, also oder in unserem Team. Ich werde erst im nächsten Turnier mal wieder reinschauen, weil oder vielleicht im Finale von diesem Turnier in Amsterdam, weil vielleicht sind dann bessere Spieler dort vorhanden, als wir schon im Team haben. Es passiert nichts mehr, meine lieben Freunde. Das war's auch von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Übermorgen geht's dann weiter wieder mit Volta. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!